du überlegst, in der Schule Spanisch zu wählen, tu's nicht. An Spanisch ist so einiges nervig und jeder oder jede, die jemals Spanisch hatte, kann dazu relaten. Grund Nummer 1. Niemand will wirklich Spanisch wählen. Das ist so das Fach, das man wirklich nur wählt, wenn man keinen Bock auf eine weitere Naturwissenschaft hat. Grund Nummer 2. Spanisch scheint ja eigentlich easy zu sein, aber sobald du einmal nicht mitkommst, sobald du einmal aufhörst, Vokabeln zu lernen, tot. Im Unterricht verstehst du gar nichts mehr. Grund Nummer 3. Ey, man quält sich jahrelang durch den Spanischunterricht, nur um am Ende sowieso nichts zu können. Storytime. Nach dem Abi mache ich erstmal Urlaub in Spanien und denke mir so, this is my time to shine. Ich bestelle einen Kaffee. Oder ich versuch's zumindest. Denn am Ende hat sich herausgestellt, dass ich noch 2 Bagels und 3 Muffins dazu bestellt habe, ohne es zu wissen. Zusammengefasst, Spanisch ist Bullshit. Okay, warte. Dachtet ihr, ich meine das ernst? Spaß. Wir wissen doch alle, dass Spanisch das beste Fach ist. Aber wenn ihr sehen wollt, warum ihr nicht Latein oder Französisch wählen solltet, dazu haben wir schon Videos auf dem Channel.